Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World The Game. Yay! Ja, ich hoffe, ich kann jetzt wieder aktiv Videos machen. Ich habe gerade eine kleine, ich nenne es jetzt mal Pause von meinen ganzen Klausuren und nein, wir wollen jetzt hier Jurassic World The Game spielen. Ja, es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen bisher. Es gab halt recht viel zu erledigen, deswegen hoffe ich, dass jetzt wieder ein paar Leute da sind und sich drauf freuen, hier Jurassic World mit mir zu erleben. Ja, beim Turnier haben wir ja nicht mitgemacht. Antarctopelta haben wir bereits. Ich hoffe, dass demnächst ein Turnier kommt. Hier, mit unserem lieben Deinochirus zum Beispiel. Weil darauf hätte ich schon Bock. DNS-Überschuss. Okay, täglich neue Angebote. Thyla Cosmilus, jetzt erhältlich. Zeigen Sie mal. Wie jetzt? Man muss lucky sein, um den zu bekommen, oder was? Hyaneodon, Thylakos. Ey, was soll das? Also der wird irgendwann mal vor. Den werden wir irgendwann mal bekommen anscheinend, aber momentan noch nicht. Alles klar. Wird eine sehr starke WP-Kreatur sein anscheinend. Haben wir leider nicht bekommen bisher. Okay, ach so, gibt es DNS-Paket im Endeffekt. Heißt, die sind jetzt in so einem Legendär Plus-Paket garantiert drinnen. Ja, ob sich's lohnt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel es kostet. Ich habe letztens erfahren, das Indominus Rex-Paket hat über 100 € gekostet. Ja, wer das Geld hat, kann sich Indominus oder hätte sich damals Indominus holen können. Ob sich's lohnt, muss jeder für sich entscheiden. Ich finde 200 € schon recht krass, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, anstatt 8 Rexen einmal 100 €, glaube ich, ist da tatsächlich besser. Ich gucke alles durch, ob ich nichts übersehe. Es gab auch anscheinend ein Event, dass man eine Eiszeitkreatur freischalten konnte. Megalodon haben wir ja. Aber ich glaube, die haben wir schon. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Auf jeden Fall wiederholen sich jetzt momentan recht viele, ich nenne es jetzt mal, ja, Kreaturen, die man durch Events freispielt, damit man auch wirklich alle vollständig bekommen kann. So, jetzt sammeln wir mal unsere ganzen Geschenke ein. Was uns natürlich nicht viel bringt unbedingt. So. Direkten Ziel habe ich die Folge nicht. Ich wollte eigentlich ein Event machen, beziehungsweise eine Kreatur freispielen und aufleveln. Aber da ich jetzt sehe, dass es da nichts gibt, muss ich mir glatt noch spontan eine suchen, so wie es scheint. Schauen wir mal. Wir geben Kohlen jetzt mal ein paar Goldwertpakete. Hyana, okay, das ist gut. Ist neu. Klar, man kann diese VIP-Pakete auch ohne VIP bekommen. Das habe ich letztens gelesen. Mir ging es aber hauptsächlich um hier diese besonderen VIP-Kreaturen wie Akrokanto, Metoposaurus und so, dass ich die jetzt auch bekommen kann. Das war mir wichtig. Deswegen bin ich sehr froh, dass VIP endlich wieder geht bei mir. Und ich erhoffe mir, dass wir diesen Säbelzahntiger da bekommen, den besonderen. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Was ich auch noch ankündigen wollte, weil jetzt kommen hoffentlich, also sehr wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Videos wieder. Und zwar, was ich ankündigen wollte, ist unter anderem, dass ich vielleicht am Wochenende streame. Und da könnte es sein, dass ich vielleicht so Oldschool-Games wieder spiele. Also, was ist auch, als die auf meinem Kanal mal kamen und jetzt nie wieder, weil ich dann doch die Entwicklung des Spiels nicht so toll fand. Unter anderem die Isle auch. Und das wäre ganz cool, wenn da vielleicht ein paar Leute am Wochenende mitschauen, die sich da auskennen bei The Isle, weil da würde ich gerne ein bisschen was, ja, darüber labern, wenn es geht. Weil, also da mit ein paar Leuten ein bisschen diskutieren, weil ich will jetzt nicht alles vorweggreifen. Das will ich dann erzählen, natürlich. Aber ein paar Entwicklungen bei The Isle, wie zum Beispiel das Progression-System, verstehe ich zwar noch nicht so ganz genau, aber ich finde die Entwicklung auch nicht schön unbedingt. Vor allem, dass man die Kreaturen momentan gar nicht spielen kann, was irgendwie komisch ist. Und ich glaube, man stirbt auch recht flott und es dauert immer noch ewig oder noch länger sogar. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nicht der Mensch, der einfach so lange für etwas grinden würde. Vor allem, wenn man es dann noch so leicht verlieren kann, wenn man so leicht umgebracht werden kann. Also das System macht in paar Wegen Sinn, aber gleichzeitig ist es auch nervig und nicht unbedingt toll.
Ob ich das dann mal wieder spiele halt, also weil ich das halt immer wieder spiele, wäre halt ganz nice, wenn da ein paar da wären, die sich gut auskennen, wenn ich Apato Gold wert. Ark wäre natürlich auch eine Option, aber ich habe erstens nicht das neue Aberration Pack und zweitens, müsste man schon mehr bringen und ich finde generell die Entwicklung von Ark super. Ich muss nur sagen, mit den DLCs bin ich nicht überall ganz einverstanden und mit der Performance, aber sonst finde ich die Entwicklung von Ark super. Ich finde Survival, also letztes Mal, als ich Ark gespielt habe, fand ich das Survival-System ziemlich gut. Ziemlich ausgeglichen. Hat Spaß gemacht und anscheinend kriegen wir den neuen nicht. Brauchte gar nicht so krass grinden. Wir kriegen den sowieso nicht. Schade eigentlich, wirklich schade. Was soll denn das? Wow, Otacanthus. Ja, vielleicht kann ich währenddessen eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, wie es euch so ergeht. Spielt ihr irgendwelche Spiele, wo es so ein Ranked-System gibt? Weil ich bin ja so einer. Eigentlich halten mich Spiele nicht lang. Oder nur ein paar Spiele halten mich lang. Und meistens haben die dann irgendwas zum Beispiel mit Dinosauriern zu tun. Oder irgendwas mit Star Wars. Irgendwie solche Spiele halten mich dann länger. Also. Ah, da haben wir ihn schon. Sehr schön. Aber dass mich Overwatch damals so lange gehalten hat oder immer noch so lange hält, finde ich echt erstaunlich. Das Spiel ist echt super in meinen Augen, finde ich. Ich war da auch eigentlich ziemlich lang ein sehr guter Rang, nämlich der zweitbeste sozusagen. Nur, was mir vorletzte Season aufgefallen ist, gab es immer mehr Troller, nenne ich es jetzt mal. Ihr wisst schon, die halt nicht gescheit spielen. Man verliert deswegen denen meistens absichtlich und so den Scheiß. Und ich mache gerade irgendeinen Rotz, weil ich Idiot. Alter, ich bin so blöd gerade. Muss erstmal hier draufklicken. Wir schauen uns erstmal Hyanadon an. Auf jeden Fall, mir geht es darum. Ich bin nicht mehr der tolle Rang. Seit letzter Season leider nicht mehr. Und zwar aus dem Grund, weil die Meta sich geändert hat. Die Meta geändert. Ah, cool, diese Hund-Animation hat er. Die Meta verändern heißt halt im Endeffekt. Oh, der schleppt ihn so mit. Heißt halt im Endeffekt, ein Charakter ist auch stark geworden, er ist ein Must-Pick mittlerweile. Ah, jetzt hat. Und ja, und das hat halt mich als Support-Main auf der Elo, sonst bin ich Tank-Main, kann eigentlich alles einigermaßen spielen, aber auf der Elo eher Support. Leider ein bisschen, ja, hat für mich ein bisschen, war ein bisschen scheiße, weil ich den Support nicht mag und dadurch hat es mich ein bisschen runtergehauen. Oh, das ist so niedlich. Hyaenodon, ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. Bedeutet Hyänenzahn. Okay, das hätte man sich vorstellen können. Oder Hyaenodon. Gibt es ja auch in Ark, ne? Die beiden Arten sind allerdings nicht miteinander verwandt. Hyänen zählen zu den Katzen, Hyaenodon zu den Kreodonta. Das ist auch das Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt hier in Jurassic World The Game ist, aber in Ark ähneln die Viecher zu sehr Hyänen. Einfach aus dem Grund, weil Ark eh nicht realitätsgetreu sein möchte. Es möchte eher eigen sein. Und das finde ich auch okay. Wieso nicht? Und ist halt ganz nett da. Die Kreatur ist da echt ganz nett. Und genau, das ist halt die Sache in Ark. Sieht ganz cool aus. Stats nochmal anschauen. 1140, 356 ist ganz ordentlich. Wir schauen uns dann nachher mal die 40er Stats an, damit wir den mit den anderen vergleichen können. Das sind ja die ersten zwei VIP-Kreaturen für die Eiszeit, wenn ich mich nicht irre. Heißt also, sie müssen besser als die Turnierkreaturen sein, obwohl das Mammut ja so eine Ausnahme ist. Das ist ja besser als die meisten VIP-Kreaturen. Kann gut sein, dass die ein bisschen schwächer als Mammut sind, aber so ungefähr auf dem Level von der Titanoboa und unserem gefiederten Freund. Ich weiß gerade nicht mehr den. Ich weiß leider nicht mehr den Namen. Werden wir aber danach sind sofort sehen, wenn wir uns die Stats anschauen. Geht das jetzt mittlerweile? Ohne jetzt zu swappen? Nee, ist immer noch so ein Bug. Dieses Raubtier wird häufig Säbelzahntiger genannt und der Gruppe der Smilodonten zugeordnet. Es ist jedoch evolutionär eher verwandt mit Beuteltieren als mit Katzen. Warte, die Beuteltier. Säbelzahntiger-Animation. Krasser Scheiß, deswegen wird er hier auch so dünner dargestellt. Ah, da hinten soll künstlicher Schneefall sein. Ja, es sieht schon geil aus. Okay, schaut euch mal die Sets an. Sehr viel weniger. Oder sehr weniger. Sehr weniger Leben, aber es scheint so, als würde dafür sein Angriff sehr viel mehr sein. Schauen wir uns das gleich mal an. Und zwar, hier ist er. Oh ja, 2244 Angriff und 2394 Leben. Das ist ordentlich. Das ist mehr Angriff, als die Titanoboa hat, ne? Mehr als das Mammut auf jeden Fall. Ja, und Titanoboa auf 1,4, ne?
Ja, wieso nicht? Was ist er denn? Eine Eiszeitkreatur. Das heißt, er zerstört auch die Titan. Nein, Gastornis, ne? Gastornis. Gegen Gastornis ist er sehr effektiv. Ja, ich schätze mal, mit zwei Hits ist er weg. Und Gastornis kann gegen ihn wenig machen. Starkes Teil, du. Jetzt möchte ich nur noch unser Hyänenkollegen. Ich bin ein Idiot. Wenn wir das Viech ausbrüten, ist es eigentlich nicht mehr als Karte zu sehen. Tyler Cosmilus ist nur zu sehen, weil er ein Eventtier gerade ist, sozusagen, weil man ihn gerade durchs Paket bekommen kann. Oder halt gerade eingeführt wurde. Also ihn wird es wahrscheinlich in Zukunft auch noch zu bekommen geben. Ich Idiot. Aber wenn wir jetzt das mal so vergleichen, ne? Von den Sets her, dann dürfte Hyaenodon von den Leben her, einer der 2000 Leben, wahrscheinlich so ungefähr 3000 bis 4000 sogar auch bekommen. Und vom Damage her ungefähr auf der Titanoboa sein. Wir können auch, wenn ihr wollt, ich glaube, das machen wir sogar. Gastonis war so ein Zwischending, ne? Holen wir uns auch ein Level 10er davon und vergleichen den mit unserem Hyaenodon. Dann können wir das nämlich, glaube ich, besser beurteilen, ohne dass ich mich wieder verklicke. Also mich interessiert sowas immer sehr mit den Statistiken. 373, 1192 Leben. Okay, in allem etwas schlechter. Ja, in allem etwas schlechter. Bedeutet. Ja, er wird ein bisschen schwächerer Gastornis. Ah, jetzt ist doch Hyaenodon zu sehen. Ja, ein bisschen schwächerer Gastornis. Hä? Irgendwie kapiere ich das gerade nicht, Leute. Eigentlich ist doch da immer so die Event. Jetzt ist er wieder da. Ist es. Wartet mal, ist es. Ah, das ist Zufall, weil die zwei gerade irgendwie einge. Also, Hyaenodon gibt es schon ein bisschen länger, habe ich erfahren, aber. Also, irgendwie mal in den Kommentaren gelesen, aber. Alles klar, dann irgendwie keine Ahnung, bei der gerade irgendwie VIP-Kreaturen ist. Ist hier auch so? Tatsächlich, die VIP-Kreaturen werden einfach abwechselnd angezeigt. Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, die hier immer angezeigt werden, sind schon irgendwie ein wenig gewollt. Eudimorphodon habe ich noch nie geholt. Das wollte ich nämlich vorhin auch noch schauen. Ich erinnere mich irgendwie an den Namen, aber anscheinend nur mal als Gegner. Skaptognathus. Wahrscheinlich habe ich ihn mit einem Skaptognathus verwechselt. Aerotitan, für mich neu. Für euch nicht so. Habe ich erfahren. Ich wurde da gleich mal wieder als Depp beleidigt. Sowas finde ich eigentlich nicht so toll, aber. Mein Gott. Auf jeden Fall holen. Aber krasser Scheiß, dass ich den noch nicht habe. Ja, und eigentlich wollte ich sagen. Ah, oh, wir haben keinen Platz, ne? Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. 23k, 12k. Ja, sorry, Alanka. Muss Platz machen. Ich wollte eigentlich sagen. Ich habe halt den Rang nicht mehr erreicht in Overwatch. Mich ärgert es mittlerweile auch nicht, weil nach Statistiken her habe ich mich nicht verschlechtert. Dem weiß ich, das weiß ich auch, weil ich muss sagen, ich habe auch auf sehr vielen anderen Accounts mal gespielt von Freunden, die lower waren. Hab die immer auf Diamant gespielt, was der dritt oder viertbeste Rang ist. Das war kein Problem, aber höher zu kommen, schaffe ich auf meinen eigenen Account momentan auch nicht. Außer ich spiele mit Kollegen, die auch eigentlich in höher Rang sind und die mich hochspielen. Und da will ich eigentlich das Thema ansprechen. Das ist ja generell so ein Teamspielen, dass man echt manchmal nicht hochkommt. Ich hatte damals vielleicht auch ein bisschen Luck. Also wenn man nicht wirklich total overperformt, also wirklich so viel besser spielt als alle anderen, kann man ein Team eigentlich nicht hochcarryen. Das ist so gewollt, weil man halt als Team zusammenarbeiten muss. Eigentlich ja toll, die Idee, aber gleichzeitig auch unfair gegenüber anderen, weil sie halt nicht höher kommen. Und dadurch entsteht dann meiner Meinung nach dieses Toxische, dass manche Leute sich so krass aufregen. Da habe ich jetzt einen Glitch ausgelöst oder was? Oh Junge. Danke. Eudimorphodon ist eigentlich recht klein und wiegt nur etwa 9 Kilogramm. Ja, das sieht man ja im Modell. Beinahe vollständiges Skelett dieses frühen Flugsauriers wurden perfekt erhalten, in Schiefer gefunden. Ja, dann war er doch da an Bäumen. Interessant.
Ja, und genau, da wollte ich halt mal das ansprechen mit dem Thema von wegen Teamspiele. Wie findet ihr das so? Würde mich eigentlich auch mal interessieren tatsächlich. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nee. Weil ich muss persönlich gestehen, ich glaube, wenn man im Ranked-System, obwohl es nicht möglich ist, irgendwas verändern würde, würde dieses toxische nicht so krass sein, wo sich Leute dann so viel aufregen würden. Es war gegen K.O. innerhalb des Teams nicht, darf nicht sein. Okay, wir probieren es jetzt mal ein bisschen riskanter, aber ich weiß, da habe ich letztes Mal sehr hart verschissen. Bedeutet, ja, was nehmen wir denn? Wir müssen ein bisschen stärkere nehmen, damit wir nicht sofort One-Hit sind. Problem ist, wenn ich jetzt einen Carnoraptor reinnehme, macht der Brachiosaurus mich danach sofort fertig. Wir müssen umdenken. Eigentlich wäre das Effektivste, einen richtig starken Flugzeuger mitzunehmen anfangs. Aber ja. Also wir müssen umdenken. Wir dürfen nicht sofort was Effektives nehmen. Eigentlich anfangs ein. Nee, Amphibie ist auch scheiße. Ich weiß auch nicht. Es ist schwer zu sagen. Oder wir gehen Risiko. Nein, Risiko dürfen wir auch nicht gehen, weil dann sofort das Viech uns fertig macht. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir nehmen das mit und dann gehen wir noch mit etwas Schwächerem rein. Und zwar, ich will den Gegner dazu forcen, zu switchen. Daraufhin. Genau, daraufhin. Wechsle ich auch. Okay, er macht es bisher nicht. Das ist gut. Das sind für uns Free Points, weil mit ihm hier kann er nicht groß angreifen. Okay, jetzt ist es langsam gefährlich. Drei Angriffspunkte sind gefährlich. Oh, ah, okay, aber bei ihm natürlich nicht. Okay, er hat einen Punkt übrig. Gesaved oder ge. Wie viel Angriff hätten wir mit dem Flugsaurier? Okay, dann machen wir es so. Wir werden mit ihm hier ihn töten, damit wir danach den Klassenvorteil haben. Sogar Verteidigung, sehr schön. Damit uns Brachiosaurus nicht sofort fertig macht. Da muss man ein bisschen umdenken, ne? Darf man nicht mit den Effektiven sofort rein, weil sonst der nächste einen zerstören würde. Aber es läuft bisher sehr gut. Er hat nur noch 2 Punkte und ist One-Hit, weil Darwin Opterus sehr viel Schaden macht. Ja, gut. Er hat einen gesaved. Nein, das kann gefährlich werden, ne? Nein, leider nicht, oh Gott. Wir sind tot. Okay, da habe ich wohl mich ein bisschen verspielt. Ich hätte auf Amphibie switchen sollen, obwohl ich mit der nicht so viel Leben habe. Okay, wir probieren dasselbe. Nur mit anders stark, ne? Wir forcen wir zum Switchen. Daraufhin ein starker Flugsaurier. Ja, Tropiogopterus, ne? Und irgendeine Amphibie, die auch was reißen kann, auf die wir dann auch switchen müssen. Sarko. Probieren wir nochmal. Ich wollte auf jeden Fall sagen, zum Thema nochmal, also. Es ist sehr nervig. Und wenn man da ein bisschen was ändern würde, obwohl mir jetzt leider auch nichts einfällt, was man ändern könnte, weshalb ich eigentlich darüber nicht Gedanken, das nicht kritisieren dürfte, rein theoretisch, dann wäre es nicht so anstrengend und nervig. Aber ja. Streng genommen kann man da echt nichts ändern. Er hat noch 2 Punkte. Ja, wir müssen nochmal sicher gehen. Scheiße. Heilige Scheiße. Er greift an. Und er tötet mich. Ich hätte nicht so viel saven dürfen. Wisst ihr was, Leute? Mir wird es zu bunt. Ich bin leider, ich habe es mehrmals schon gelesen, einer der Menschen, der nicht so lange etwas probiert. Kann sein, aber das nervt mich gerade zu sehr. Tut mir leid. Weiß gerade echt nicht, was ich anders hätte machen sollen. Okay, ich hätte mehr auf Verteidigung setzen sollen vielleicht.
Aber nur mit einem zu überleben, ist leider nicht so einfach. Tschüssi. Tschüss. Hammer geschafft. Ja, dann war die Folge leider doch nicht so mit tollem Inhalt gefüllt. Muss mal schauen. Ich hoffe, dass sie jetzt bei VIP mal irgendwas raushauen. Also Jurassic World The Game geht momentan nicht so viel. Das ist halt schade. Muss ich fast mehr Jurassic Park Bilder bringen. Was wäre denn der Preis in diesem VIP-Ereignis? Könnten wir ja glatt mal machen. Aber jetzt halt nicht mehr. Noch ein Tag. Belohnung Legendärpaket. Ja, okay. Ob das jetzt so krass ist, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Ich werde jetzt versuchen, wieder aktiv Videos zu bringen. Oder aktiver. Ich kann es nicht garantieren, dass jeden Tag eins kommt. Aber hätte mir schon jeden zweiten oder dritten vorgestellt. Und am Wochenende vielleicht ein Streamchen. Mal schauen, vielleicht streame ich auch Overwatch, wer weiß, um mal zu zeigen, wie asozial das manchmal ist und nervig, aber mal schauen. Dann hoffe ich, ihr werdet noch heute einen schönen Tag haben, Spaß haben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Jurassic Park Bilder wird morgen kommen wahrscheinlich, ja, und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend halt, ne. Bis zum nächsten Mal, es war ich, der Marcel. Ich hoffe, ihr bleibt noch aktiv im Kanal. Es werden demnächst vielleicht wieder auch ein paar Reactions kommen. Mal schauen. Ich freue mich auf Jurassic World Evolution. Und schreibt mir mal, was für momentan für Saurier-Spiele vielleicht vorhanden sind, die ich mal bringen sollte. Ich habe auf Steam schon ein paar gesehen. So wie Saurier und so. Ich finde nur, das fühlt sich noch echt unfertig an. Und ich weiß nicht, ob sich deshalb anbietet zu spielen, bevor da etwas entsteht wie in The Isle. Weil die haben es ja auch ein wenig verhauen. Bis zum nächsten Mal, es war ich, der Marcel. Ciao.